Hallo und willkommen zurück. Mein Name ist Foriander und ich spiele Chromagun. Ich habe euch in der letzten Folge gebeten, fleißig Like zu drücken, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und das haben mehr Leute gemacht, als ich gedacht habe. Dafür sage ich Dankeschön. Und ohne weitere Umschweife geht's jetzt direkt weiter mit dem Rätsel, was ich in der letzten Folge nicht ganz hab lösen können. Da hat der Deletor mir einen Tipp dazu gegeben. Wir haben ja hier diesen leicht stacheligen Zeitgenossen, den wir... mit der 2 kann ich rot einschalten. Den wir hier rüberbringen müssen. Und... komm her. Einmal rot. Dann verfolgt er einen, aber sobald er hier in die Nähe kommt, wird er angezogen und macht die Tür auf. Und wenn die Tür hier erstmal offen ist, und das Spielchen kennen wir ja auch schon, da machen wir hier einmal blau und orange. Und was haben wir da noch? Wir haben noch grün. So, und wir haben noch violett. Das Blau haben wir da schon. Und da kommt einmal noch nicht gelb. Rot kommt da drauf. So. Dann ist diese Tür hier offen. Und dann haben wir hier diese ganzen braunen Biester. Und da habe ich ja schon versucht, hier mit brauner Farbe was zu machen. Aber braune Farbe hilft nicht. Was aber passiert ist, diese Türen sind jetzt Durchgänge. Da können wir durchgehen. Und die bleiben offen. Das heißt, wir können den hier animieren, wenn wir hier einmal schwupp da gelb drauf machen und jetzt ganz schnell rot auswählen. Und wenn ich denn die dusselige Tür treffen würde, dann verfolgt er uns und wir können ihn hier auf die Wand bringen, auf diesen Trigger bringen, auf die, wie hießen die denn noch, auf diese Sensorplatten. Und dann kommen wir einen Raum weiter. Yay! Geschafft. War gar nicht so schwierig. Und die können anscheinend nicht hier raus. Das heißt, einmal so. Und der ist gelb und muss orange sein. Und der ist blau und muss grün werden. Und dem geben wir noch ein bisschen blau. Und dann ist die nächste Tür offen. Tada! Und... okay. Den können wir rot machen, um die Tür aufzumachen. Das hilft uns aber nicht weiter, weil wir hier nicht durchkommen. Das heißt, wir müssen erst diese Tür aufmachen und die ist orange. Also machen wir den mal... nein, Unfug. Ha! Da machen wir einmal so. Da machen wir nicht so. Da machen wir... okay. Das probieren wir mal so. Ich mache mal hier rot und da rot. Dann ist der in der Mitte davon. Und die Tür ist offen. Und jetzt mache ich die hintere Wand orange. Und dann ist diese Tür hier offen. Wahrscheinlich hätte ich das auch noch anders machen können. Ich hätte dann ich muss den da in die Mitte setzen, weil die nicht färbbar ist. Aber ich hätte dann wahrscheinlich auch noch diese Wand umfärben können und den Druiden umfärben können oder so. Mehr als eine Lösung möglich. Muss ich mir jetzt den... wir sind wieder hier. Ich muss mir also wieder den roten von da holen. Dann machen wir erstmal hier die Wand rot. Mist. Das war Mist. Das wird dann orange, nicht wahr? Und wenn nochmal rot wird's dann braun. Und es bleibt bei braun. Okay, dann machen wir die beiden hier rot. Dann wird er da in der Mitte gehalten. Und, hier ist ja auch nochmal rot. Das könnte jetzt ein Problem werden. Machen wir die hier. Gelb. Gut.
Das heißt, der Rote müsste uns verfolgen und dann da gleich in. Ich habe das wahrscheinlich viel umständlicher gemacht, als es hätte sein müssen. Dann machen wir die Wand da, orange. Dann kann der Bursche uns wieder folgen. Und dann lotsen wir den hierher. Ah. Komm her. Komm her. Da kommt er. Genau so. Etwas umständlicher als das hätte sein müssen, aber funktioniert. Und das ist die Hauptsache. Was haben wir hier? Tödliche elektrische Wartungskacheln. Aha. Und welche sollen das genau sein? Erstmal müssen wir uns hier mal orientieren. Die Tür wollen wir aufkriegen. Da ist gelb. Da ist noch mehr gelb. Da ist orange. Damit kriegen wir die Tür auf. Da ist gar keine Farbe. Okay. Hier haben wir einmal gelb. Und warum bewegst du dich nicht mit so viel Gelb hier in der Umgebung? Versuchen wir den doch mal dahin zu kriegen. Gelb habe ich ausgewählt. Komm her. Interessiert dich nicht. Das heißt, ich kann dich nicht bewegen. Kann ich dich schubsen? Kann ich nicht. Okay. Keine dieser Türen geht so auf und das ist eine undurchlässige Glasscheibe. Was machst du denn, wenn ich so mache? Dann machst du gar nichts, weil... Schau mal einer an. Ha! Und dann machen wir die orange. Dann ist Tür Nummer 1 offen. Okay, so kann man die auch schubsen. Und du hängst da in der Ecke. Dich kann ich so schon mal schwupp in die Mitte bringen. Und die kann ich nicht färben, nicht wahr? Ja, die kann ich nicht färben. Das heißt, um den da rauszukriegen, muss ich das hier orange machen. Ist die Frage, kommt der schnell genug raus, bevor der sich hier wegbewegt? Probieren wir es aus. Ja, macht er. So, dann haben wir den schon mal hier festgehalten. Wo möchten wir mit dem denn hin? Wo haben wir hier noch? Hier ist eine orangene Tür. Dann machen wir das da mal noch orange. Das interessiert ihn gar nicht. Das kann er nicht sehen von da. Dann machen wir die hier orange. Jawohl. Gut. Und dann, wir wollen in die Richtung, also machen wir die da mal braun. Und die hier auch. Tada! Da haben wir den blauen Kameraden und den kriegen wir mit grün hierher. Dazu müssen wir den, wie gehabt, einmal in die Mitte bringen und uns dann hier verpieseln, damit er da rauskommen kann. Und dann, das kann ich nicht einfärben, das kann ich nicht einfärben. Wenn ich das kann ich nicht blau machen, das kann ich nur braun machen. Habe ich hier noch irgendwas? Das ist gelb.
Die konnte ich nicht anders färben. Wie kriege ich dich denn jetzt hier raus? Moment. Erstmal machen wir das da mal grün. Da soll er dann ja nämlich hin. Und dann machen wir den Kameraden mal grün. Dann müsste er mich nämlich verfolgen. Ganz, ja, ganz stinkig. Und dann müsste er hier nicht im Weg stehen. Okay, das hat schon gereicht. Sehr schön. Wieder ein Level weiter. Das gliedert sich hier so in Kapitel und in Ebenen im Kapitel oder Stages oder so. Da stehen schon wieder die farbfilternden Partikelwände und ich habe die noch nicht gesehen. Zählt das hier als farbfilternd, weil da kommt keine Farbe drauf oder so? Ich habe immer noch keine von diesen Elektrokacheln gefunden, die es hier angeblich geben soll. Okay, das ist ziemlich einfach, oder? Schwupp. Ah. Oh. Okay. So. Ja. Und dann da vielleicht. Und dann machen wir die nicht mehr blau. Das reicht aber noch nicht, um den nach da hinten zu bringen. So. Das reicht, um den nach da hinten zu bringen. Und die Tür ist offen. Und hier wollen wir dahin. Hätte man auch geradeaus ziehen können, eigentlich. Dann, so, ja. Einmal dahin. Und so. Und da, oder ist das zu weit? Das ist offensichtlich zu weit. Dann machen wir einmal so. Den aus. Und den aus. Und den aus. Und da. Da soll er hin. Aber das kann er nicht sehen. Also machen wir einmal so. Und das geht wahrscheinlich immer noch nicht um die Ecke. Dann machen wir einmal so. Und dann die Orange. Und die Orange. Und die Tür war, glaube ich, schon längst offen, weil das ausgereicht hat, dass der den Rand berührt. Und da habe ich noch einen grünen. Wofür brauche ich den wohl? Da ist noch eine zweite. Brauche ich die beide für? Die brauche ich für da. Für diese Tür. Und ja, die brauche ich beide. Gut, dann machen wir doch erstmal hier hinten den grünen. Der soll dahin. Gut. Und um ihn dahin zu bringen, machen wir einmal so. Dann ist er schon mal auf dem richtigen Weg. Ja. Ah ja. Da ist er mit genügend Schwung in die Richtung, dass dann der Sichtkontakt zu denen hier abgerissen ist. Sehr schön. Und den orangenen, den wollen wir hierhin haben. Das heißt, den müssen wir eigentlich auch nur einmal so, einmal so, dahin bringen und dann wird er angezogen und verliert den Blickkontakt und damit ist die Tür offen.
Fein, fein. Gibt's eigentlich eine Möglichkeit? Ah ja, da. Kapitel 2, Ebene 7. Da sind wir. Also weiter im Text. Oh, und da kann man einen Level neu starten. Ist das dann die Ebene oder das ganze Kapitel? Das werden wir rausfinden, wenn wir irgendwann mal... Ich glaube, diese Schilder wiederholen sich alle einfach nur. Das werden wir rausfinden, wenn ich irgendwann mal keine bessere Lösung weiß. Okay. Da muss ich erst den roten hier rausbuxieren. Das heißt, ich brauche einmal orange, ich brauche auch einmal gelb, einmal grün. Da ist in beiden gelb drin, also kann ich dich hier mal... Ja, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Okay, zum Glück reicht's, dass der da auf dem Rand ist. Dann machen wir den Burschen hier mal. Ist der schon orange? Das ist schon orange, nicht wahr? Das war jetzt... Nein, ich muss aus dem dann violett machen hier. Okay, das machen wir zuerst. Den kriegen wir nämlich ganz einfach. So. Komm her. Komm her, lass dich anziehen. Gut, das Thema erledigt. Aus dem muss ich dann ein grün machen. Das ist auch kein großes Problem. Der ist aber schon orange. Wie bewege ich den? Ah, den kann ich... Den kann ich... Da können wir ausprobieren, ob der rot... Nein, kann ich nicht. Ha. Kann ich? Doch. So. Rot ist er nicht. Orange interessiert ihn auch nicht. Okay, das war's also nicht. Ich habe ein bisschen Bedenken, den mit einer Farbe zu beschießen, weil ich mir gerade... Nein, der ist aber ziemlich sicher rot, oder? Die sind nicht ganz so unterschiedlich gerade wie... Aber ja, okay. Jetzt ist er orange und dann passt das. Und dann geben wir dem jetzt einmal ein Blau. Es gibt übrigens bei diesem Spiel auch, zumindest in einem der letzten oder in dem letzten Update, habe ich gerade auf Steam in den News gelesen, einen Colorblind, einen farbfehlsichtigen Modus, einen farbenblinden Modus, den... Ich bin nicht fehlsichtig, was Farben angeht, deswegen probiere ich den nicht aus oder habe ihn noch nicht ausprobiert. Aber das können wir eigentlich auch mal machen, ob der dann mit Graustufen arbeitet oder eigentlich mit Rot-Grün ist ja die häufigste Fehlsichtigkeit, was Farben angeht. Ob das dann Rot und Grün verändert, können wir eigentlich mal gucken, oder? Einstellungen, farbenblind. So. Gehen wir doch mal zurück und gucken, wie das dann aussieht. Ah, das ist dann mit Symbolen. Das ist natürlich clever gelöst. Das ist natürlich clever gelöst. Und die Symbole zeigen auch an, wie man es addiert. Ha. Okay. Ist das jetzt Cheaten, wenn ich das anlasse? Und dann so wie bei dem roten Ebenen sicher, bei dem roten eben gerade sicher gehen kann, dass ich, die ruhen sich anscheinend aus. Es fühlt sich an wie Cheaten. Das machen wir nicht, das schalte ich wieder aus. Wenn ihr möchtet, dass ich das einschalte, dann sagt mir das, dann mache ich das. Aber so lasse ich es erstmal aus. Okay, zurück zum Thema. Wir brauchen hier... 3 da drauf. Wir haben hier einen gelben drin. Der geht damit auf. Wir haben da einen blauen drin und wir haben da einen roten drin. Das heißt, wir können den hier benutzen, um alle 3 Türen aufzumachen. Und dann kann ich den roten mit gelb zu orange machen und den blauen da mit rot zu violett und den gelben hier hinten mit blau zu grün. Oder anders. Aber das wäre eine mögliche. Dann machen wir. Holen wir uns den gelben zuerst. Machen wir einmal so. Und einmal so. Ja, keine Chance.
Und dann kriegen wir den hier raus. Und den holen wir uns. Den möchte ich, glaube ich, orange haben. Machen wir aus dem orange. So. Komm her. Gefangen. Schloss Nummer 1 ist offen. Dann habe ich den roten da. Den muss ich zwangsläufig zu violett machen. Dann machen wir das doch gleich als erstes. Machen wir hier einmal gelb. So. Und die Wand hier, die der Orangene da hinten nicht sehen kann, die machen wir orange. Dann brauche ich den nicht umfärben. Damit ist Rot offen und Rot machen wir mit Blau zu Violett. Komm her, komm her, komm her. Eingefangen. So, und den Blauen da. Einmal Gelb und die Wand Orange. Den da machen wir brauchen noch grün. Also machen wir den grün. Ah, die Wand da habe ich auch grün gemacht. Warum? Weil ich das Blaue griffbereit hatte. Deswegen habe ich die Grünen gemacht. Na gut, funktioniert aber auch so. Und dann sind wir jetzt in Ebene 9. In Kapitel 2. Ebene 9. Farbanziehung. Ja, das Thema hatten wir schon ganz am Anfang. Also ziemlich am Anfang. Ja, was ist denn mit dir los? Komm her. So, mach mal die Tür auf. Ganz entspannt bleiben. Bleibt die Tür offen? Von dieser Seite? Wahrscheinlich nicht, oder? Wenn ich das da orange mache. Kriegt man den nicht durch. Okay, dann muss ich mir wohl von hier einen. Ja. Und ich stehe nicht vor der Tür. Was mache ich denn mit dir? So, das mache ich mit dir. Okay, den habe ich da rausgeholt. Dann machen wir das da orange und dann können die sich hier beide drauf bewegen und dann kann der rote herkommen und die Tür aufmachen oder zumindest ein Teil der Tür. Und ich krieg aber keinen von euch blau, nicht wahr? Ich krieg dich aber grün. Kriege ich das grün? Das kriege ich nicht grün. Und jetzt verfolgt mich der Grüne. Was mache ich denn jetzt mit dir? Aua, 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 aua. Geh mal. Zu spät. Angesichts deiner jüngsten Patzer, und das sind viele, sind wir verpflichtet, dich darüber in Kenntnis zu setzen, dass sich Kung Fu als äußerst nutzlos im Kampf gegen Walker Droids herausgestellt hat. Okay. So. Einmal rot. Dann ist die Tür hier offen. Und dann habe ich hier einen gelben Kollegen, der... mal da die Tür aufmachen kann. So. Dann muss ich den roten hier reinkriegen. Dazu muss ich die Tür aufmachen. Dann gucken wir mal, was hatten wir hier drin. Hier haben wir noch einen gelben.
So, einmal gelb. Ich habe jetzt hier gar nicht weiter geguckt. Mist. Dann machen wir die Orange. Und einen von den Jungen auch Orange. Dann sind die beiden Türen offen. Und dann kann ich hier gucken. Da ist noch ein Blauer. Und wie kriege ich denn die Tür hier auf? Gar nicht. Doch. Ha. Die kriege ich auf, wenn ich so mache. Nicht wahr? Und wie kriege ich dich dann da raus? Das macht ja nur die Tür auf. Okay. Den roten von da und den blauen von da, die müssen wir beide hier reinkriegen. Denn die hier können wir nicht mehr umfärben. Wir können erstmal den roten herholen. Das machen wir, indem wir das hier einfach mal eben schnell umfärben und dann lassen wir den hier herkommen. So. Und dann stellen wir uns dem nicht in den Weg. Dann haben wir schon mal den hier. Dann müssen wir nur noch den blauen herkriegen. Ich lasse den blauen mal da. Dann ist die Tür offen. Und dann nehmen wir uns mal einmal und nochmal gelb. Dann müsste der da ungefähr festgehalten werden, wenn ich mir jetzt von hier einen gelben hole, nämlich den hier. Da zurück muss ich nicht mehr. Also können wir hier auch grün draus machen. Und dann rennen wir mal eben hier hin. Und hier rein. Und dann wird der da festgehalten. Und dann mache ich aus dem Blau da auch ein Grün. Dann kommt der Blaue mir nämlich hinterher. Und kann mir diese Tür aufmachen. Tada! Fein. Oh, das habt ihr wahrscheinlich gerade nicht sehen können, weil OBS das nämlich nicht aufnimmt. Ich habe Kapitel 2 abgeschlossen. Und ich glaube, von der Zeit her ist das auch dann eine gute Länge. Und wie ich anfangs gesagt habe, vielen Dank fürs Like-Klicken und macht das gerne wieder, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Wir sind genau mit Kapitel 2 durch jetzt. Das ist eine schöne Stelle, um eine Zäsur zu machen. Ich sag danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.